Welche Entwicklungen waren dieses Jahr die wichtigsten für dich? Die wichtigsten Entwicklungen, also privat würde ich jetzt sagen, die Geburt meines vierten Kindes. Und politisch gab es eigentlich viele Dinge, die eingeschlagen haben, sage ich mal, jetzt aus der jüngsten Vergangenheit, vor allem der Migrationspakt, der, glaube ich, weitreichende Konsequenzen für uns alle in Deutschland und in Thüringen haben wird. Und wenn ich jetzt politisch meine Gebiete so angucke, also meine Kerngebiete, dann ist das in der Familienpolitik vor allem, dass es einen Stillstand gibt, dass eigentlich nichts passiert in der Familienpolitik und dass immer nur, sei es auf Bundesebene oder auf Landesebene, Schaufensterpolitik betrieben wird und für Familien nichts bewegt wird. Stichwort Kinderbetreuung. Familienministerin Franziska Giffey hat kürzlich das sogenannte Gute-Kita-Gesetz vorgelegt. Dieses wurde auch im Thüringer Landtag diskutiert. Was hältst du von den Ideen der Ministerin? Ich finde das sowohl als Abgeordnete als auch als Mutter schrecklich, dass auf Bundesebene von einer angeblichen Bundesfamilienministerin nichts weiter kommt als Schaufensterpolitik und komische Ideologie, muss man einfach mal sagen. Also Franziska Giffey hat sich ja auch damit längere Zeit auf ihrer Internetseite zitieren lassen, dass sie für eine Kita-Pflicht sei. Und diesen Beweggrund, dass man sagt, möglichst alle Kinder in Kindergärten, aber ich gucke mir überhaupt gar nicht an, welche Bedürfnisse haben die Familien, welche Bedürfnisse haben die Eltern, welche Bedürfnisse haben die Kinder, das gerät vollkommen aus dem Fokus. Und beim sogenannten Gute-Kita-Gesetz ist es ja nun so, dass der Bund sich in die Kinderbetreuung in den Ländern einmischen möchte, 5,5 Milliarden Euro zur Verfügung stellen möchte für alle Länder. Und die Länder sollen dann mit dem Bund aushandeln, wohin das Geld fließt. In Thüringen wurde schon durch die rot-rot-grüne Koalition angemeldet, dass das Geld in ein zweites, sogenanntes beitragsfreies Kindergartenjahr gehen soll. Kita-Jahr nennt man das ja, wenn man rot-rot-grün ist, dass es dort reinfließen soll und eben nicht beispielsweise in die Qualität der Erzieher, was, wenn man schon dieses Konstrukt hat, dass der Bund sich einmischt, wogegen man sich eigentlich auch wehren sollte als Land, wenn man dieses Konstrukt aber hat, dass man eben sagt, das fließt dann wenigstens in eine bessere Betreuung der Kinder und eben nicht nur in die Kostenfreiheit, meiner Meinung nach. Das Problem an der Kostenfreiheit ist einfach, dass diejenigen Eltern, die wirklich im unteren Einkommensbereich arbeiten oder in der Mittelschicht, dass die dadurch am allerwenigsten entlastet werden. Denn die meisten Kommunen, die haben ja nun schon gestaffelte Kindergartenbeiträge. Das heißt also, wenn ich wenig verdiene, bezahle ich entweder gar nichts oder sehr, sehr wenig. Und wenn man jetzt sagt, man macht ein Kindergartenjahr beitragsfrei für die Eltern, dann entlastet man vor allem die besser verdienenden Eltern. Ich finde das unsozial und ich finde es auch seltsam, gerade so als SPD und auch hier in Thüringen, die Linken, dass die das irgendwie als den heiligen Gral hier verkaufen wollen. Also Unter- und Mittelschicht bringt das Ganze erstmal gar nichts. Was ist der AfD-Fraktion bei der Kinderbetreuung besonders wichtig und warum? Was für uns als AfD eben auch wichtig ist, ist die Wahlfreiheit der Eltern. Auch dafür gibt es keine Politik. Das finde ich auch ganz schade, so gerade als Landespolitiker, dass das Wenige, was man auf Landesebene machen kann, eben nicht gemacht wird. Das heißt, Rot-Rot-Grün ist zu Beginn der Legislatur hingegangen und hat das Landeserziehungsgeld gestrichen, was wir als AfD ja eigentlich gerne zu einem Familiengeld weiterentwickeln würden. Das heißt, dass die Familien eben auch Geld in die Hand kriegen, um selber zu entscheiden, nehme ich gerade in den ersten Jahren, wo die Bindung an das Kind ja besonders wichtig ist für das Kind, also die Bindung des Kindes an die Eltern, nehme ich das Geld und sage, mein Kind soll in den Kindergarten gehen und gebe es dafür aus? Nehme ich das Geld und sage, ich bezahle eine Tagesmutter? Oder möchte ich mein Kind selbst zu Hause betreuen, entweder innerfamiliär direkt durch Vater und Mutter oder habe ich vielleicht eine Großmutter, die auch irgendwie was dazu beitragen könnte? Diese Wahlfreiheit ist uns wichtig und ich glaube auch, dass es wichtig ist für die Demokratie, denn je enger die Bindung von Kindern an ihre Eltern ist, in dem Alter von 0 bis 3 kann man so sagen, desto standfester sozusagen werden sie ja auch, je älter sie werden, desto bessere Bindungen können sie entwickeln, ja, und mehr zum Gemeinwesen beitragen. Und deswegen ist das so wichtig. Thüringen hat mit Helmut Holter 2017 einen neuen Bildungsminister bekommen. Seinen Schulgesetzentwurf hast du nachdrücklich kritisiert. Was kommt da auf die Thüringer zu?
ich würde sagen, eigentlich das reine Grauen. Rot-Rot-Grün plant ja eine umfassende Schulreform. Rot-Rot-Grün will entweder Schulen im ländlichen Raum schließen oder, wenn die Schulen die Mindestschülervorgaben nicht erfüllen, eben sie dazu bewegen, dass sie kooperieren müssen. Also quasi ist die Dynamik dann entweder eine Schule, die nicht genug Schüler hat, die kooperiert mit anderen Schulen, oder wenn sie das halt nicht kann, dann wäre die Konsequenz, dass sie geschlossen wird oder nicht möchte. Und dieses Kooperieren, das wird uns auch immer so verkauft, als sei das irgendwie was ganz Tolles. Das Kooperieren soll dann so laufen, dass entweder die Lehrer oder die Schüler, vorzugsweise glaube ich die Lehrer, zwischen den Schulen hin und her fahren und also für mehrere Schulen gleichzeitig da sind. Dass das nicht funktionieren kann, dass das vor allem die Unterrichtsqualität auch beeinflusst, weil es die Bindung vom Lehrer zum Schüler beeinflusst, dass es die, sage ich mal, Attraktivität für Lehrer, hier nach Thüringen zu kommen und hier anzufangen, beeinträchtigt, das ist von vornherein klar. Und ich habe einfach die Befürchtung, dass im ländlichen Raum das große Schulsterben losgeht oder dass eben eine Zweiklassengesellschaft, was die Schulen angeht, quasi entsteht, dadurch, dass eben in der Stadt eine genügende Abdeckung da ist und auf dem Land die Schülerzahlen eben nicht so leicht erreicht werden können und dann eben so eine Pendelstruktur entsteht, und das kritisiere ich ganz stark. Du wirfst der Landesregierung vor, einen Einheitslehrer schaffen zu wollen. Wieso? Ja, das habe ich kritisiert, dass die Landesregierung Einheitslehrer schaffen möchte. Das kommt zum einen, weil Herr Minister Holter schon die schulstufenbezogene Ausbildung von Lehrern abschaffen will. Das hat er öffentlich gesagt. Und zum anderen steht im neuen Schulgesetz auch drin, dass die Schulen jetzt nicht mehr nur nach Schularten gegliedert sind, also nach Regelschule, Gymnasien, Gymnasium, Förderschule und so weiter, sondern dass sie nach Schulstufen gegliedert sind. Und das ist natürlich der erste Schritt zu sagen, naja, wenn ich die Schulen nach Schulstufen gliedere und dann auch noch alle zusammenlege, dann ist am Ende alles eins. Dann kommt hinzu, dass die Landesregierung auch für die Gemeinschaftsschule andere Werte anlegt, was die Schülerzahlen angeht. Also eine Gemeinschaftsschule muss, ich glaube aus dem Kopf, 240 Schüler weniger vorweisen, wenn sie eine gymnasiale Oberstufe hat, als ein Gymnasium, was natürlich dann viel einfacher auch zu erreichen ist, was dann automatisch auf Dauer dazu führen wird, dass Gymnasien auf dem Lande gerade schwächer werden und eben vielleicht nicht offen gehalten werden können und Gemeinschaftsschulen eben schon. Und da ist dann natürlich schon so eine Bewegung drin, dass eigentlich eine Schulart, die angesehen ist, die gefragt ist bei Eltern und Schülern und Lehrern sowieso, dass die so langsam ausgetrocknet wird. Jena ist neben seiner Bildungsvielfalt auch bekannt für seine Kulturlandschaft. Zuletzt hast du das dortige Casablanca kritisiert. Warum? Naja, Kulturlandschaft ist immer so eine Sache. Ich finde schon, es gibt hier in Jena viel Kultur und das ist auch sehr schön. Aber es gibt eben auch Dinge, die dabei nicht so schön sind. Und bei dem Casablanca ist es so, dass das mit Geldern der Stadt Jena unterstützt wird. Ich glaube, 885.000 in 3 Jahren sind das. Und da muss man sich natürlich dann schon fragen, mit wem man so zusammenarbeitet. Und das Casablanca hat vor kurzem eine Veranstaltung gemacht, die zusammen mit Pekari organisiert wurde. Und Pekari ist eine linke Gruppierung, die von der Landesregierung als linksextrem eingestuft wird. Und selbst sagen sie, sie seien linksradikal. Und wie gesagt, die Landesregierung sagt, sie seien linksextrem. Und die machen dann eine Veranstaltung. Und das kritisiere ich natürlich, weil es meines Erachtens nicht sein kann, dass die Stadt Jena hingeht und sagt, eine steuergeldfinanzierte Institution kooperiert mit Linksextremisten und lässt sie da ihre Veranstaltung machen und ihr Zeug verbreiten. Das geht nicht. Der Oberbürgermeister sah sich bemüßigt auf meine Pressemitteilung dazu, zu sagen, momentan sieht er da keinen Handlungsbedarf. Ich finde das bedauerlich. Und ich habe auch eine kleine Anfrage an die Landesregierung gestellt, ob vielleicht auch vom Land dorthin Gelder geflossen sind, beispielsweise, um mich da näher zu informieren, damit wir natürlich auch diese Strukturen aufdecken können und möglichst viele Menschen merken, was so in ihrer Stadt passiert. Man hat ja oft den Eindruck, dass viele jener Parteienvertreter eher ungern über das Problem Linksextremismus sprechen. Gibt es weitere Themen, die tabuisiert sind oder unter den Tisch gekehrt werden? Naja, unter den Tisch gekehrt muss man immer so und so sehen, ne? Ein Thema ist natürlich die Kriminalität durch Ausländer, die in Jena immer wieder vorkommt. Da gab es monatelang Querelen, sage ich jetzt mal, wegen einer sogenannten Jugendbande, mehrere Vorfälle in der Innenstadt, die natürlich auch dazu geführt haben, dass es viele Diskussionen unter den Leuten gab, die gesagt haben, naja, ich fühle mich eigentlich gar nicht mehr sicher in der Innenstadt,
macht ja auch den Eindruck, wenn man zum Beispiel in ein Fastfood-Restaurant geht oder in eine Einkaufspassage und damit rechnen muss, plötzlich angegriffen zu werden oder sei es auch nur angepöbelt, da überlegt man sich beim nächsten Mal, ob man dorthin geht. Das immer so ein bisschen unter die Lupe genommen, auch weiterverfolgt und ich versuche natürlich auch immer über kleine Anfragen noch weiteres herauszufinden, wenn es irgendwo zu Vorfällen kam. Ich finde es schrecklich, gerade, also dass die Kriminalität so ansteigt und dass die etablierte Politik da wegguckt. Beispielsweise hatten wir im April den Fall, dass eine Frau vergewaltigt wurde am wenigen Jenaer Ufer nachts. Und die Täterbeschreibung war eindeutig, aber ob da jemals jemand gefunden wird und ob mal hinterfragt wird, wo kommen die Leute her, wie sind die eigentlich in unser Land gekommen und warum sind die überhaupt hier und warum können sie diese Verhaltensweisen an den Tag legen, das wird eben durch die etablierte Politik nicht gemacht. Und ich glaube, dass wir da den Finger in die Wunde legen sollten. Zur Landtagswahl 2019 trittst du nicht noch einmal an. Was hat dich zu diesem Schritt bewogen und was steht bis zur Wahl auf dem Plan? Ja, ich trete nicht nochmal an. Ich habe mich dagegen entschieden, für die Landesliste für die nächste Landtagswahl zu kandidieren. Eben mit Bezug auf meinen Sohn, weil ich das für meine Kinder, aber vor allem für mein jüngstes Kind nicht will, weil es einfach, also ich glaube, man muss sich da entscheiden, wenn man sein Mandat richtig ausüben will, dann kostet das viel Zeit und zu Recht viel Zeit, die ich momentan investiere und auch gerne investieren will. Aber wenn man sich überlegt, ob man das weitere 5 Jahre für die Kindheit seines Kindes haben möchte, dann kommt man vielleicht dann doch zu dem Schluss, dass man das nicht möchte. Und ich bin zu dem Schluss gekommen, deswegen ja, bin ich ab der nächsten Landtagswahl nicht mehr mit dabei. Aber bis zur Landtagswahl sind es natürlich noch einige Monate, die ich voll durchziehen möchte. Und da gibt es wichtige Themen, also das Schulgesetz beispielsweise, das soll voraussichtlich im Mai beschlossen werden. Und auch da geht es mir natürlich darum, möglichst viele Leute zu informieren, zu erreichen. Und auch auf die Kritik zu reagieren, die immer an mich herangetragen wird. Beispielsweise gibt es Elternsprecher oder einfach Vertreter von Schulen oder auch Eltern, die an mich herantreten und sagen, naja, das und das gefällt uns nicht, wir sind verunsichert, wir brauchen Hilfe und so weiter und so fort. Da versuche ich natürlich parlamentarisch dann auch immer drauf einzuwirken. Ich denke mal, das wird dann auch mit der nächsten Legislaturperiode gut klappen. Ich meine, ich denke mal, wir sind ja ganz gut aufgestellt im Land. Ja, das ist natürlich auch ein Ziel von mir, dass wir als Fraktion uns jetzt so aufstellen, dass dann, dass ich persönlich möglichst viel nochmal mich einbringen kann und dann auch die Sachen so übergeben kann, dass ich sagen kann, ich habe die 5 Jahre Landtag jetzt vernünftig genutzt und kann zufrieden sein mit meiner Arbeit und hoffe natürlich, dass Sie es dann auch sind. Vielen Dank fürs Zuschauen und natürlich auch dafür, dass Sie meine Arbeit begleiten und unterstützen. Ich möchte Sie auch im Jahr 2019 gerne auf dem Laufenden halten und möchte natürlich auch einen Schwerpunkt darauf legen, was Sie besonders interessiert oder auch ein Format nutzen, das Ihnen besonders gefällt. Wenn Sie da einen Wunsch haben oder eine Anregung, schreiben Sie mir das bitte in die Kommentarspalte oder schicken mir eine Nachricht. Ja, ansonsten vielen Dank. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in das neue Jahr 2019. Hoffe, von Ihnen zu hören und verbleibe herzlichst Ihre Wiebke Musalm.